Eduard Reisch von der Firma Reisch Sprengtechnik GmbH. Wir sind also von der Firma Wild beauftragt worden, die Brücke hier sprengtechnisch niederzubringen. Ja, wie man sieht, dem Ergebnis nach gut. Es gab auch eine kleine Überraschung, wie man zur Seite sieht. Ich meine, das war halt nicht geeignet, um das Ganze zu ziehen. Aber in dem Zustand, so wie die Brücke ist, ist sie jetzt sicher. Man kann sie kontrolliert zurückbauen und die Randbereiche können also später maschinell bearbeitet werden. Und dann kann man also den restlichen Randbereich niederbringen und zerkleinern. Robert Hamm, Regierungspräsidium Stuttgart, Leiter der Koordinierungs- und Pressestelle. Die Sprengung ist erfolgreich durchgeführt worden, alle Sprengladungen sind umgesetzt worden, alle Zünder haben ausgelöst. Allerdings mussten wir feststellen, dass die Brücke sich anders verhält, als wir das erwartet haben. Die Brücke ist von 1936/37 und man hat bei diesen Brücken, bei diesen alten Brücken immer das Problem, dass man oftmals in die Brücke nicht genau reinschauen kann. Hier hat sich die Brücke teilweise gelöst, weil sie nicht durchgehend durchbetoniert bzw. durchgehend verankert war mit der Bewehrung. Und insofern sind die Seitenbereiche nun stehen geblieben, die Anfangs- und Endfelder der Brücke. Und diese Anfangs- und Endfelder der Brücke werden nun durch Meißelbagger beseitigt. Die Firma Max Wild, die das durchführt, hat ausreichend Kapazität, um auch mit diesen Meißelbaggern das fristgerecht hinzubekommen. Jetzt laufen die Aufräumarbeiten. Sie sehen auch die Steine der Brücke, der Beton, den hat es sehr weit nach vorne geschleudert. Insofern ist der Sicherheitsabstand, den wir einhalten mussten, ausreichend begründet. Die nächste Aufgabe ist jetzt, dass die 1200 Tonnen der Brücke sowie die 2000 Tonnen des Fallbetts zusammen beseitigt werden und mit einer hohen Logistik schnell abtransportiert werden können.